Nullen extrem stellen dieser wunderschönen Funktion. Bei der Nullstelle, damit fange ich an, also habe ich jetzt 5x mal e hoch x gleich 0. Ich habe hier so ein Produkt. Ein Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Schauen wir die ersten und den zweiten Faktor an. Also 5x ist 0 für x gleich 0. Und das ist nie 0. Ja, die e-Funktion, die ist ja so über der x-Achse, die wird nie 0. Und damit habe ich eine Nullstelle gefunden. Die ist es. Jetzt kommt die Ableitung. Ein Produkt, also habe ich hier die Produktregel mit U und V und los geht's. F' von x ist gleich U abgeleitet, ja, 5 mal e hoch x stehen lassen plus U stehen lassen, 5x mal e hoch x abgeleitet ist aber e hoch x. Also ich habe jetzt hier U'V, UV'. So funktioniert es. Und ich könnte ja auch vertauschen, weil 3 plus 4 ist 4 plus 3. Das ist egal. Jetzt kommt ein Trick, der wichtig ist. Ich muss das e hoch x ausklammern. Bei diesem Funktionstypus immer machen. Nur so geht es weiter. E hoch x mal 5 plus 5x. Ich könnte jetzt den 5er auch noch ausklammern. Ist aber eine reine Schönheitsfrage. 5 mal e hoch x. 1 plus x. Ich komme auch weiter, wenn ich das vergesse. Aber wenn ich dieses e nicht ausklammere, dann geht nichts weiter, weil ich im nächsten Schritt ja die Ableitung 0 setze, um die Extrema zu bekommen. So, f' von x gleich 0, also 5 e hoch x mal 1 plus x gleich 0. Und wie das gleich, ich habe ein Produkt. Produkt ist 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Das hier ist nie 0. Und das ist nicht so schwer herauszufinden, wann es 0 ist. 1 plus x gleich 0 für x gleich minus 1. Ein bisschen Platz machen. So. Also ich habe eine Terrasse, Min, Max, irgend sowas. Und in dem Fall mache ich am besten eine Monotonie-Tabelle. Ich möchte wissen, also Min oder Max oder was weiß ich. Also ich habe hier minus 1, ich habe hier also x gleich, x größer minus 1, x kleiner minus 1, so. So, was macht f' und was macht f? Und ich muss die nochmal hinschreiben. Also f' war, nee, ich mache es kleiner, dann kann ich es lesen. Genau. Also f' von minus 1 ist 0, das habe ich ja hier rausgefunden. Gut, f' von größer, da mache ich zum Beispiel x gleich 1 oder x gleich 0, 0 ist auch größer minus 1 und dann schaue ich mir an, wenn ich hier e hoch 0, ja, ist 1, 5 plus 5 mal 0, ah, das ist positiv. Okay, dann sehe ich das positiv. Plus. An der Stelle mache ich jetzt x gleich minus 2, so. Also, e hoch minus 2 ist positiv. Ja, das ist 1 durch und so weiter. 5 plus 5 mal minus 2. Ah, das ist negativ. Gut. Negativ. Und dann weiß ich, was meine Funktion macht. Die Funktion fällt, 0 steigt. Ich habe hier ein Minimum gefunden. Jetzt wären die Asymptoten noch gefragt. Also nochmal die Funktion. F von x gleich 5x mal e hoch x. Also Limes x gegen plus unendlich, Limes x gegen minus unendlich. Ja? Von f von x. Von f von x. Also wenn es x jetzt gegen plus unendlich läuft, dann will x gegen unendlich, e will gegen unendlich, alle wollen gegen unendlich, also ist plus unendlich. Plus unendlich. Wenn x gegen minus unendlich läuft, dann will es gegen minus unendlich und das will gegen 0. Ja, hier. Will gegen 0, will gegen minus unendlich. Wer gewinnt? X oder e? Es gewinnt immer die e-Funktion. Ist gleich 0. Und damit, ja, jetzt will ich die Funktion skizzieren. Ich habe jetzt also die Asymptoten und ich habe das Minimum und ich mache jetzt mal, ich habe hier, es war ja 5x e hoch x, jetzt mache ich mal f von minus 1. Dieses Minimum ist so ein interessanter Punkt, den will ich jetzt wissen. Also das ist 5 mal minus x minus 1, das ist minus 5 mal e hoch minus 1 ist 1 durch e. Und das gebe ich in den Taschenrechner ein. Das ist so ein bisschen negativ, so 5 durch 2, ja, 5 durch 0,7, ungefähr minus 1,8, ja. Also ungefähr minus 1,8. So, und damit kann ich es skizzieren. Vielleicht kann ich 0 noch,
Macht es sehr schnell, soll nicht ewig dauern. 1, minus 1, 1, minus 1, x, y. Also ein Minimum bei minus 1, irgendwo hier. Minus 1, 0,8. Und es läuft ja hier gegen die 0. Ja, und durch das Minimum durch. Und, ah ja, dann glaube ich, ja, dann läuft es gegen 0, genau. Nullstelle war bei 0. Ja, hier. Also muss es da, das ist die Nullstelle, da muss es durchlaufen. Und gegen unendlich. Also hier habe ich die Nullstelle, hier habe ich das Minimum, hier habe ich so plus unendlich, hier habe ich den Nuller und das ist die Funktion.